Okay, wir schauen uns jetzt neue algebraische Strukturen an. Und zwar schauen wir uns das mal an. Was ist ein Ring? Na, es gibt noch weitere, wir haben bisher nur Gruppen, Gruppen und Halbgruppen angeschaut. Und jetzt gehen wir mal darüber hinaus und schauen uns an, was sind Ringe? So eine Struktur. Und jetzt kommt schon das Entscheidende. Pass mal auf. Ich habe eine Trägermenge und ich habe jetzt zwei Operationen. Nämlich eine additiv geschriebene Operation und eine multiplikativ geschriebene Operation. Ich habe eine Gruppe, eine Menge mit zwei Operationen. Da gibt es zwei Operationen drauf. Und eine Struktur R mit zwei Operationen heißt Ring. Genau dann, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind. Erstens, wenn ich die Menge nehme und nur die Addition als Operation, also R plus in dem Fall, weißt du es? Es muss eine Gruppe sein, nicht nur. Es muss eine Gruppe sein, in der noch eine weitere Bedingung erfüllt ist. Genau. Es muss eine kommutative Gruppe sein. Doch, weil ein kommutativer Ring was anderes bedeutet. Die Frage war, gibt es keine nicht kommutativen Ringe? Doch, gibt es. Kommt aber gleich. Genau, also diese Gruppe, also R mit Plus muss immer eine kommutative Gruppe sein. Und man sagt auch dazu, ist Modul, den Begriff haben wir, glaube ich, noch nicht verwendet, sondern nur am Rande. Ein Modul ist gleich eine additiv geschriebene kommutative Gruppe. Also nichts anderes als R plus hat halt plus als Operation, okay, und ist kommutativ. So, das ist die eine Bedingung. Und die zweite Bedingung ist, R mit mal als Verknüpfung ist was? Eine Halbgruppe, genau. Habt ihr das irgendwann schon mal gehabt? Ah ja, okay. Hey, super, erinnert ihr euch noch dran? Ihr habt ja megamäßig gute Gedächtnisse hier. Ist Halbgruppe, genau. Also was muss jetzt in R mal erfüllt sein? Welche zwei Bedingungen? Was ist nochmal eine Halbgruppe? Genau, es muss abgeschlossen sein bezüglich der Multiplikation und das Asso nee, doch, das Assoziativgesetz muss gelten. Also A mal B mal C ist das gleiche wie A mal B mal C. Okay. Genau. Hier wurde gerade kommentiert, Abelsche Gruppe, genau, kommutative Gruppe, Abelsche Gruppe sind ja Synonyme. Ne? Könnt auch sagen, das ist eine additiv geschriebene Abelsche Gruppe, ist ein Modul. Okay, das heißt, wir haben R plus ist Modul, R mal ist Halbgruppe und es muss noch was Drittes gegeben sein. Und jetzt kommt nämlich ein Rechengesetz herein, mit dem wir uns noch überhaupt nicht beschäftigt haben, das aber erst überhaupt auftaucht, wenn man zwei Operationen hat. Welches Rechengesetz aus der Schule ist euch bekannt, das mit zwei Operationen zu tun hat? Wir hatten bislang nur das Assoziativgesetz, ne? Das war eine Bedingung für Halbgruppe und Gruppe. Wir hatten das Kommutativgesetz, das spielt eine Rolle, wenn es um kommutative Gruppen geht beispielsweise. Ja, sag. Distributivgesetz, genau. Und zwar die Operation mal ist distributiv verbunden mit
mit Plus. Das heißt, nee, ist nicht Punkt vor Strich. Ist nicht Punkt vor Strich ist in der Regel die. Punkt vor Strich ist einfach nur eine Konvention, um zu viele Klammern zu vermeiden. Ne? Normalerweise muss man immer Klammern setzen, wenn man Prioritäten hat in so einer in einem Term, dass man weiß, was muss vor was gerechnet werden. Punkt vor Strich spart ein paar Klammern. Nee, distributiv bedeutet, also für alle A, B, C aus R, auch nicht aus den reellen Zahlen, Moment, aus R gilt A mal, also wie lautet das Distributivgesetz? A mal B plus C ist gleich? Hm? Was ist A mal B plus C? Das ist genau, plus A mal C. Ja. So, und. Das reicht leider noch nicht. Andersrum auch, warum? Muss besser aufpassen. Ja, rechts, genau, was müssen wir machen? Warum muss man das jetzt, warum muss man auch das hier folgern? Und B plus C mal A ist gleich B mal A plus C mal A. Hm? Genau, weil die Kommutativität für die Multiplikation nicht gilt. Ne? Die müsste ja kommutativ sein. Genau. Genau. B und C kann man vertauschen, weil die Addition ist ja ein Modul, ne? R plus ist Modul, das heißt, die Addition ist kommutativ, aber nicht die Multiplikation. Genau. So, und jetzt kann man noch sagen, wenn R mit der Multiplikation kommutativ ist, also wenn sogar die Multiplikation kommutativ ist, dann heißt R mit Plus und mal kommutativer Ring. Punkt. Okay? Dann heißt R kommutativer Ring. Also bezüglich der Addition, die Addition ist immer kommutativ bei einem Ring. Die Multiplikation nicht unbedingt, die kann kommutativ sein oder nicht. Wenn auch die Multiplikation kommutativ ist, in dem Fall, dann ist R plus mal ein kommutativer Ring. Das ist eine Begriffsdefinition. Ne? So, jetzt brauche ich die zweite Tafel. Ich dachte, ich kriege alles auf eine Tafel, kriege ich aber nicht. Also brauchen wir eine Sekunde zum Wischen. Ihr könnt ja schon mal nachdenken, was ist alles ein Ring, was euch so an Zahlenmengen einfällt. Also das geht natürlich jetzt im Wesentlichen zunächst mal auf dieses Rechnen in N, Z, Q, R und so weiter. Ne? Frage, ist N plus mal ein Ring? Die natürlichen Zahlen mit der Addition und der Multiplikation. Ist das ein Ring? Da kommt schon aus mir aus der Pistole geschossen. Nein, warum? Sehr gut, weil N plus keine Gruppe ist. Ne? N plus muss ja eine Gruppe sein oder ein Modul. Abelsche Gruppe ist aber nicht mehr eine Gruppe, weil es nicht abgeschlossen ist. Okay. Wie sieht's aus mit Z plus und mal? Jetzt behauptet hier jemand, das ist ein kommutativer Ring. Warum? Z und plus, ist das eine kommutative Gruppe?
Ist eine Gruppe, ist kommutativ. Wenn ich in Z zwei Zahlen addiere, kommutativ. Ja, okay. Ist auch eine Gruppe, ne? Weil Z hat die Inversen zu jedem Element. Es gibt das neutrale Element 0 bei der Addition. Okay. Ist Z mit der Multiplikation eine Gruppe? Nee. Z mit der Multiplikation ist eine, Entschuldigung, muss eine Halbgruppe sein. Genau, ist es eine Halbgruppe? Ja, abgeschlossen assoziativ. Genau, neutrale Element gibt es, aber nicht die Inversen zu jedem Element. Ist aber eine Halbgruppe. Also ist Z plus und mal ein Ring. Ist es ein kommutativer Ring? Weil? Ja, genau, die Multiplikation ist auch kommutativ. Wir haben noch was vergessen. Gilt das Distributivgesetz? In Z. Ja, gilt auch. Okay, gut. Sehr schön. So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, jetzt können wir noch einen Schritt gehen. Ne? Wir haben einen Ring definiert, der besteht aus einer kommutativen Gruppe und einer Halbgruppe mit dem Distributivgesetz. Was könnten wir jetzt noch als neue Struktur einfordern? Beim Ring haben wir bezüglich Plus eine kommutative Gruppe, bezüglich mal eine Halbgruppe. Was könnten wir jetzt noch machen? Erweitern. Wir finden jetzt eine neue Struktur. Körper, genau. Und woraus besteht der? Arm und Bein und so weiter, genau. Ja. Genau. Bezüglich der Multiplikation ist das Ding auch eine Gruppe. Definition Körper. Eine Struktur K plus mal sind das hier. Heißt Körper genau dann, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind. Erstens, was muss ich hinschreiben? Welche Bedingung? Ja. K plus ist Modul, sehr schön. Also kommutative, additiv geschriebene Gruppe. Zweitens. Nochmal? Eine kommutative, additiv geschriebene Gruppe. Die heißt Modul. Also wenn Plus das Verknüpfungssymbol ist. K mal ist, jetzt wäre das irgendwie ein bisschen unsymmetrisch, wenn wir nur Gruppe fordern würden. Ja, sehr schön, immer kommutative Gruppe. Ist eine kommutative Gruppe. Also auch bezüglich der Multiplikation ist es eine kommutative Gruppe. Nee. Ja, genau. Okay, dann nehmen wir nochmal das Distributivgesetz dazu. Wir haben noch ein Problem. Da habe ich nicht drauf eingegangen. Mal ist mit Plus distributiv verbunden. G
Das heißt, für alle A, B, C, Element K gilt A plus, ne Quatsch, nicht so rum, sondern nur so rum, A mal B plus C. Das heißt ja, Multiplikation ist mit Addition kommutativ verbunden. Nur wenn die Multiplikation vor der Klammer steht, darf ich die Klammer auflösen, nicht andersrum. A plus B mal C ist ja nicht distributiv. Ist gleich A mal B plus A mal C. Und eigentlich müsste man jetzt natürlich nicht mehr den anderen Fall fordern, weil es kommutativ ist, auch bezüglich der Multiplikation. Ich schreibe es jetzt trotzdem mal hin, weil in manchen Lehrwerken wird es trotzdem nochmal andersrum hingeschrieben. Ist ja klar, gilt ja dann sowieso, weil es ist auch bezüglich der Multiplikation kommutativ. So, wir haben trotzdem ein Problem. So wie wir es jetzt hingeschrieben haben, kann es keinen Körper geben. So wie wir es jetzt hingeschrieben haben, kann es keinen Körper geben. Das wäre eine sinnlose Definition, weil keine Struktur diese Bedingung erfüllen könnte. Welches Problem könnten wir haben? Die Null nervt beim Multiplizieren. Angenommen, also ich habe ja das Neutralelement der Addition ist in K. Es gibt ein Neutralelement für die Addition. Die Null in dem Fall. Warum habe ich ein Problem mit der Null bei der Multiplikation? Was ist das Neutralelement der Multiplikation? 1. Warum habe ich ein Problem mit der Null? Weil es kein Inverses gibt. Es gibt kein Element, das mit 0 multipliziert 1 ergibt. Also gäbe es hier ein Element, das kein Inverses besitzt, also könnte K mal keine Gruppe sein, also würde es eine solche Struktur niemals geben, weil es ja immer ein Neutralelement der Addition gibt, das hier ein Problem verursacht. Also was machen wir? Die 0 rausnehmen, genau. K ohne die 0. Also wir können nur fordern, K ohne die 0 ist Gruppe.